Titelt: Sechs Dinge sollten Sie niemals im Flugzeug anfassen. Und wenn man dem Fokus glauben darf, dann ist das Flugzeug mittlerweile zu einer keimbelasteten Todeszone verkommen. Heißt also, wir werden sterben, wenn wir fliegen. Ich weiß es nicht. Aber eins der frisch gepressten Themen heute ist dieses. Denn Flugzeuge waren ja zu Corona eher Operationssäle, wenn wir den Fluggesellschaften glauben dürfen. Lufthansa ist ja nie müde geworden, das zu betonen. Aber auch diese Zeiten haben sich wohl geändert. Naja, oder eigentlich auch nicht. Das war ja immer eigentlich nicht so wirklich hübsch im Flugzeug, wenn es um Hygiene ging. Nun gut, British Airways will die Flugzeuge ja auch weniger putzen in den Hauptumlaufzeiten morgens und abends. Aber nun gut, schauen wir uns die Hygiene im Flugzeug an, so wie Focus das sieht, und identifizieren mit dem Focus zusammen, ob diese sechs gefährlichen Stellen im Flugzeug wirklich so gefährlich sind. Frage des Tages: Wusstet ihr von der hohen Keimbelastung im Flugzeug? Was ist eure Bewertung? Da bin ich mal gespannt, was ihr davon haltet, ob ihr jetzt sagt, nur noch im Ganzkörperkondom ans Flugzeug und ins Flugzeug vor allem. Dann Lufthansa, Rekordgewinne Carsten Spohr kann, ich sag jetzt mal so, vor Grinsen nicht mehr geradeaus gucken oder so. Also da ist ja wohl Unfassbares passiert. Zahlen gucken wir uns an. Dann haben wir in Köln-Bonn einen A380er gefunden. Was der da gemacht hat, erzähle ich euch in der heutigen Sendung um 19 Uhr. Nachdem wir natürlich auch noch einen Diesel-Deal für euch haben. Das wird natürlich der Grund sein, warum ihr sagt, hey, da will ich unbedingt dabei sein. Heute Abend um 19 Uhr bei Frequent Traveler TV mit Singapore Airlines Business Class von New York nach Frankfurt. 1.999 € fängt der Spaß ungefähr an. Und wir gehen natürlich auf eure Fragen ein. Ich freue mich auf euch. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch eine Kanalmitgliedschaft bin ich immer dankbar für, wenn ihr den Kanal unterstützt. Und jetzt ist heute Abend 19 Uhr. Also, ciao.